Ihr seid auf dem Handballkanal, ich bin der Frank. Heute geht es um zahlreiche Fragen zum Kolfutter Pondware Pure hier vom Kanal bzw. von www.pondware.de. Das Futter, das wir seit März auf dem Markt haben, riesigen Anklang findet. Natürlich, wer es nicht kennt, stellt Fragen. Ich habe heute eine ganze Latte Fragen, die ich kurz durchgehe und beantworte für euch. Wenn ihr noch was erfahren wollt über das Futter, bleibt einfach mit dabei, bleibt dran. So, eine Frage kam, ja, Frank, fütterst du das Pure eigentlich selbst? Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Selbstverständlich. Also ich wäre ja irgendwie selber blöd, wenn ich jetzt hier so ein relativ gutes Kolfutter für einen sehr günstigen Kurs kreiere und dann irgendwas anderes füttere. Macht keinen Sinn. Ich muss da lange suchen, um was Vergleichbares zu finden. Wenn, dann bin ich sicherlich deutlich, deutlich teurer. Also selbstverständlich fütter ich mein eigenes Futter, das Pondware Pure, und bin auch natürlich sehr zufrieden. Das Wasser ist klar, trübt nicht, färbt nicht, Fische nehmen es gut auf, wachsen, passt. Nächste Frage war vom Harald. Ja, was ist denn das für ein Futter ursprünglich? Was wird denn da abgefüllt? Auch eine spannende, teilweise lustige Frage. Der eine oder andere hat es vielleicht verfolgt. Es ist 100% eine Eigenkreation, erstellt mit einem Wissenschaftler über lange Zeit. Das heißt, dieses Futter wird nur für uns hergestellt, nur für uns abgefüllt. Gibt es nirgends woanders, außer auf dem Shop von Pondware. Kein Futter, das jetzt irgendwie in 100 Tonnen produziert wird und dann in 10 verschiedenen Tüten mit unterschiedlichen Etiketten gekauft werden kann, sondern tatsächlich nur ein Futter für uns, das es nur bei uns gibt. Ohne Wenn und Aber. Es kommt auch so gut an, dass wir jetzt seit Februar, März an der dritten Charge schon arbeiten. Das ist sehr gut und bekräftigt es natürlich, dass entsprechend die Nachfrage da ist. Wir handeln es natürlich so, dass wir sehen, wenn jetzt der Lagerbestand wieder dünn wird, dass wir rechtzeitig nachproduzieren, sodass wir die ganze Saison bis jetzt lieferbar waren. Und das sollte sich auch nicht ändern bis zum Ende der Saison. Denn nichts ist ärgerlicher, wie dass das Futter bei jemand ausgeht, er bestellt nach und dann gibt es eine lange Lieferzeit. Also das wollen wir natürlich vermeiden, ist uns auch sehr gut gelungen. Es waren keine riesen Produktionschargen und deshalb dritte Produktion und dadurch ist das Futter auch immer frisch. Wir haben es 24 Monate haltbar. Nichtsdestotrotz ist es wahnsinnig neu. Also das Aktuelle, das noch gerade im Handel ist, ist von Ende April. Jetzt haben wir Mitte Juli und das Neue wird auch noch im Laufe des Monats kommen. Also immer super, super frisch, was natürlich auch ein Vorteil ist. Konservierungsstoffe sind selbstverständlich keine drin. Es sind sogenannte Antioxidantien drin. Was ist das? Das verhindert, dass das Futter ranzig wird, dass man das Futter entsprechend eine ganze Weile aufbewahren kann. Diese 24 Monate wollen wir in der Regel nicht, sondern nach wenigen Monaten verfüttern. Üblich in der Branche ist der sogenannte BHT. BHT steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Klingt jetzt erstmal ziemlich schlecht. In den geringen Dosen, wie wir es einsetzen, passiert nach dem Kenntnisstand der Wissenschaft nichts, sonst wäre es ja auch nicht erlaubt. Nichtsdestotrotz wollen wir davon wegkommen. Das heißt, zukünftig produzieren wir ohne BHT mit einem natürlichen Antioxidans.
Von daher haben wir da noch eine kleine Verbesserung drin, ohne Aufpreis. Das können wir über die größere Produktionsmenge abfedern, glücklicherweise. Was heißt es für euch? Ihr bekommt noch besseres Futter, das sich prinzipiell nicht ändert in der Zusammensetzung. Hier reden wir von Milligramm Antioxidanz, das heißt die Futteraufnahme, wie der Koi irgendwie mit dem Futter umgeht, wird genau das gleiche sein. Aber wir haben das kleine Restrisiko auch noch rausgenommen von BHT. Wie gesagt, große Mengen können krebserregend sein, diese kleinen eigentlich nicht. Aber wenn man es gar nicht drin hat, ist es noch besser, ist man noch sicherer aufgestellt. Und sowas kriegt er sowieso relativ selten bei Koi-Futter, dass kein BHT drin ist. Könnt ihr gerne auf die Etiketten schauen, wenn ihr noch ein anderes Futter gibt. Anstelle Pondverpure wird eigentlich immer BHT mit angegeben sein, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und hier schließen wir jetzt auf zur Spitzengruppe. Also sind, was dieses Thema anbelangt, ganz vorne mit dabei und das nach wie vor für einen Kilopreis von 4,99 Euro. Ich wage es kaum auszusprechen. Also ihr seid jetzt quasi im Futterbereich teilweise von 10, 15, 20 Euro, was dieses Thema anbelangt, und das kriegt ihr hier ohne Aufpreis zukünftig so ins Haus geliefert. Von daher, ich denke, da haben wir nochmal einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht und das Futter weiter verbessert. Dann bekomme ich immer wieder Feedback. Futteraufnahme sehr gut, Wasserqualität ebenso, kein Färben, kein Trüben, wenig Ausscheidungen. Freut mich, das deckt sich eigentlich an den allermeisten Teichen. Ist super, ist absichtlich so gemacht. Wir wollen eine hohe Akzeptanz, wir wollen gutes Wasser. Alles andere wäre letzten Endes Mist. Wäre nicht tolerabel, wollen wir nicht. Dann würde man was anderes füttern, aber das haut sehr gut hin. Und jetzt sind 3, 4 Monate, ja, gute 3 Monate, Richtung 4 Monate rum von denjenigen, die ganz am Anfang das Futter bestellt haben, also die von Anfang an dabei sind. Und da höre ich jetzt auch schon Feedback, dass die Fische gut bis sehr gut wachsen. Insbesondere auch Fische, die längere Zeit nicht mehr gewachsen sind, haben nochmal zugelegt. Insgesamt sind die Wachstumsergebnisse gut bis sehr gut. Und das, obwohl wir jetzt mit Proteinfett nicht bis ans Maximum gefahren sind. Nichtsdestotrotz ist die Gesamtkomposition, die Futterverwertung und auch die verdauliche Energie recht hoch, sodass einem gesunden, kräftigen Wachstum auch nichts entgegensteht. Es ist sicherlich kein Mastfutter oder kein Futter, wo man jetzt das letzte Prozent rauskitzelt. Das wollen wir auch nicht, aber für einen durchschnittlichen Anwender ein tolles Wachstum. Das ist eigentlich genau das, was Sinn macht. Dann die Frage zum Sinkfutter. Ich habe es vor längerer Zeit schon mal angekündigt, dass wir auch ein Sinkfutter rausbringen. Das ist jetzt soweit. Es geht jetzt auch gerade in die Produktion in den nächsten Tagen. Wird dann in 1-2 Wochen voraussichtlich lieferbar sein. Da haben wir etwas mehr Protein, etwas mehr Fett drin, da es produktionstechnisch nicht anders geht, wenn man ein gewisses Qualitätsniveau erreichen will. Ich persönlich hätte das Futter gern noch ein bisschen dünner gemacht, angelehnt an das Schwimmfutter bezüglich Protein und Fett. Da kommen wir nicht ganz hin. Aber die Strategie ist so, dass man jetzt eben ein Drittel standardmäßig gerne zumischen kann vom Sinkfutter, ein Drittel Sinkfutter, 2 Drittel Schwimmfutter. Und je nachdem, wie man jetzt die Balance macht, nämlich ein bisschen mehr Schwimmfutter, ein bisschen mehr Sinkfutter, kann ich da individuell das noch ein bisschen für den jeweiligen Teich austarieren. Es ist kein Muss, beide Futter sind schon per se für sich sehr gut, sowohl das Schwimmfutter als auch das Sinkfutter. Aber durch die Mischung hat man dann noch
viel mehr individuelle Möglichkeiten. Auch da wird natürlich dann kein BHT drin sein im Sinkfutter, ist klar. Und im Shop ist es schon angefleckt, man kann es schon vorbestellen. Auslieferung, wie gesagt, dauert noch 1 bis 2 Wochen. So, ich glaube, das waren so die Fragen, das waren die wichtigsten Fragen, die ich mir so notiert hatte von euch. Ihr könnt natürlich jederzeit gerne irgendwas fragen, was euch auf der Seele brennt, zum Futter von uns oder generell zu Futter, zu Zusammenhängen, Protein, Fett, verdauliche Energie, irgendwelche Inhaltsstoffe, sollen die rein, sollen die nicht rein. Könnt ihr sehr gerne, hier oben ist auch eingeblendet, fragfranket.de, was reinschicken. Wenn es euch gefallen hat, wenn es informativ war, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Das war's für heute. Bis bald. Ciao.